Im letzten Video hatten wir Gefetze mit ein paar Typen, die meinten, ihre Base echt verteidigen zu müssen. WTF, lasst uns einfach rein und euren Stuff nehmen. Nein, meinten sie nicht. Okay, jetzt geht's weiter bei der Waterfall Cave auf Lost Island. Wir sind mitten im Raid. Wenn euch der Content gefällt, lasst unbedingt den Daumen nach oben da. Ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Vielen Dank und viel Spaß. So, wenn du das Tech-Turret noch wegkriegst, genau. Gerade hast du jetzt. Na, einen Ticken höher. Jetzt triffst du es irgendwie nicht. Aus irgendeinem Grund. Jetzt wieder. Jetzt. Links steht auch noch eins. Gehen wir mit C4 schießt aber und nicht. Vorne die ist vorne. Es kann sein, dass das von der gesorgt ist. Du machst trotzdem weg. Ja, ja. Jetzt schießen nur noch die Heavys von der einen Seite. Ja, hier können wir schon. Nee. Hier können wir nichts testen. Ja, jetzt verdurste ich natürlich. Größer. Wo ist der Jen? Ich weiß nicht. Aber wir bräuchten dann unbedingt hier Foundations, dass wir direkt nachlesen können, weil den haben wir ja gleich leer. Schießen nur die zwei Heavies oder mehrere? Nur die zwei, ne? Nur die zwei, ja. Kannst du die sprengen? Also kannst du jetzt C4 platzieren unter mir oder so? Dann kriegst du das nicht weg. Ich hab keins mit. Wenn ich hab welches, mit. Wenn ja, ja, ich tu's. Wenn du es blockst. Ja, ja, es müsste geblockt sein, denke ich. Ich hab's dir reingetan in Stego. Dann direkt unter mir platzieren, dann gehe ich einen Schritt vor und dann ist das ja schon mal weg. Dann machen wir das bei dem anderen auch nochmal so. Das hat so eine Range, genau. Das ist, okay. Ist platziert. Sehr gut. Pass auf, der ist direkt vor dir, Ted. Oh, ja, warte, ich konnte mich nicht engraveln. Ich hab gemacht. Aber der hatte nicht okay, auf die Axt jetzt kannst du. Geswitcht. Sehr schön, ist weg. Machen wir beim anderen auch noch so und dann. Dann sprengst du hier gleich den ganzen Laden und ich hol nach Spam, ja? Meine Leiche ist immer noch da unten, also ich würde dann trotzdem nochmal. Auf jeden Fall. Da noch was drin ist. Ja, sie klären gerade unseren Kram hier. Okay, aber wir kommen hier unten sehr gut voran, also die können sich auch noch auf eins konzentrieren, weißt du? Liegt. Sehr gut. Hier ist auch noch ein Turret dann unten und dann ist dann Jane. Okay, du kannst. Wird weg. Sprengst du erstmal die Turrets hier noch, bitte, dass die nicht wieder nachführen können? Ja. Ja. Ich bleib mal hier stehen, dass du nicht angeschossen wirst. Mhm. Jetzt müsste ich alle haben, so, aber ich mach schon weg. Oh, das Info geht mir auch richtig auf den Keks hier, ne? Was ist denn das? Das ist 600 Schuss waren im Tech-Tour drin. Die tue ich direkt mal in unseres rein. Die kann man nicht gut gebrauchen. Mhm. Okay. Auszuladen. Aber ich kann noch nichts placen. Boah, ich brauche auch noch Foundations. Sind keine mehr da, oder? Müssen wir uns aber welche craften. Das ist dafür einer. Oh ja, die Bullets auch. Sehr gut. Hörst du den? Ja, ja. Der sagt uns gerade, dass wir keinen Stuff kriegen. Das ist aber völlig egal. Wir wollen einfach nur raiden. Es ist ja auch klar, bei einem Online-Raid kriegt man nie Stuff. Ist halt so. Ja. Ich gehe mal kurz zurück. Ich brauche mehr Foundations. Da ist er. Wo? Sind es Franzosen? Der steht da an dem Eingang. Ja, ich netz den Terry einfach, wenn er kommt. Schieß ihn einfach runter, der kriegt da Damage drauf. Ja, ja. Wenn ich mit dem Tech-Rex drauf schieße. Ich guck, ob ich nachblasen kann. Nee. Wo ist denn hier noch? Was down, null? Du als Person? Mhm. Durch die Hitze. Mhm. Ja, kenn ich. Mhm. Ich bin eine Mad Bruce. Was? Keine Mad Bruce? Nein. Warte, schießt du dir welchen Rex rein? Bitteschön. Dankeschön. Heute bin ich ausgestattet, hä? Huh? Ich kann hier immer noch nicht platzieren. Was blockt denn hier? Wo ist denn hier noch eine Foundation? Hier in der Pflanze drin. Hier. Ach ja, dankeschön, hab ich gesehen. Na, aber eigentlich, ihr müsst ich oben... Ich schieße noch unseren Stego. Ihr müsst das Force Field wegkriegen oben, das ist ganz wichtig. Ne, das kann ich auch von hier unten, glaube ich, wegmachen. Warte mal. Oh, fuck, der ist so gut wie tot. Der Stego, der rippt. Ja, also. Gehen wir jetzt zu viert unten ran oder sollen wir jetzt weiter? Nee, oben müssen wir unbedingt. Weil von wo kriegen wir gerade Damage? Solange ihr oben weitergemacht habt, wisst ihr, hatten wir unten unsere Ruhe. Jetzt kommen wir unten nicht mehr voran. Ihr müsst die oben beschäftigen, das ist ganz wichtig. Und wenn es nur Beschäftigung ist, weil unten haben wir jetzt richtig Meter gemacht, die können sich nicht auf alles konzentrieren. Wisst ihr, wie viel HP der Stego noch hat? Er grappelt da. 70. Er ist oben, okay. Ich kann das Force Field von hier unten damagen. Mhm, sehr gut.
Der steht da direkt an der Kante. Ja, der tötet den Rex. Ja, ja, tu den Rex erstmal weg. Der hat doch den Stego fast gerippt. Der macht gut Damage, ey. Leute, ich brauche noch einen Gen. Ich habe nur 5 mitgenommen. Die habe ich alle schon verbaut. Ich muss mal schnell nochmal traveln. Ich muss noch einen Gen holen. Ich brauche vor allem Wasser. Ich brauche Wasser. Wir haben einen Wasser-Outtake gebaut neben der Fob. Nichts. Nee, ich habe schon von uns gesehen. Sehr ich hole mir schnell Wasser, was sonst kipp schon. Ja, fühle ich, kenne ich. Warum kann ich denn hier rechts nicht? Genau, macht oben einfach weiter, wisst ihr? Und wir machen unten einfach weiter. Ich glaube, da hinten schießt noch ein Turret, ne? Oh, ich habe die ganze Zeit diesen C4-Bug. Hi. Ich base hier unten gerade fett Turrets. Wir haben wieder ein paar Meter gemacht. Ist halt immer das Gleiche, ne? Meter für Meter für Meter. Aber ich glaube, sie haben jetzt echt hier drinne sprengen? Aufgegeben. 40k noch. Okay, und Force Field down. Nice. Spieler hier bei mir, Achtung, Spieler, Spieler, Spieler hier bei mir. Okay. Oder? Nee. Nee, Lull, doch nicht. Oh, mein Herz. Ich das war irgend. Ich auch nicht. Oder? Nee, es ist irgendein Teil gewesen. Und ich platziere jetzt C4, Achtung. Achso, ich wollte wegen Jen jetzt. Hast du noch Raketen? Ausmachen. Hast recht, warte. Oh, oh, sorry. Mach hier noch Debug und dann kannst du runter, okay? Okay. Mhm. Er steht hier auf der Foundation, oder? Innen drin, glaube ich, ne? Also schieß mal auf die Foundy, ich glaube, dann triffst du, wenn die Foundy weg ist. Ja, du musst die Foundy wegschießen, ja. Genau, ist da oben auch ein Gen? Wenn ja, mach den auf jeden Fall weg, ne? Nee, da oben war kein Gen, soweit ich gesehen habe. Okay. Kann sein, dass der hier unten das mitbefauert. Mhm. Ja, cleart auf jeden Fall komplett und spammt oben nach. Natürlich ist hier noch ein Jenny. Ja, dann mach den unbedingt weg. Eingebaut. Mhm. Hab ich nicht gesehen. Ja, die bauen den halt auch wie wir in Foundations ein, ne? Ah, da war ich zu noch dran. Hast dich selber mit hochgejagt? Ganz frei. Jetzt? Sehr gut. Cool. Nee, Ted hat mich weggesprengt. Achso. Schon wieder. Nee, Ted. Macht Spaß. Weiter. Mhm. Sehr gut. Die Jackie wegsprengen, Frechdachs. Bin down. Ja, sehr gut. Achtung, stopp. Wir haben ja kein C4 mehr hier, ne? Ich hole mal ein neues. Mhm. Jetzt hab ich so die letzten 64 habe ich eingesteckt. Mhm. Ich habe noch 23. Ach du Sau. Was? Ja, wir müssen da oben richtig viel wegsprengen. Die haben dann noch so viel geplaced. Ich kann hier immer noch nichts placen. Wo ist denn hier noch Zeugs? Die Kante ist frei. Aber wo ist denn... Blackie, siehst du hier noch irgendwo eine Foundy? Das klang wie Franzosen, so vom Dialekt her. Ted, wo ist das C4? Also. Ich bin jetzt erst gerade angekommen. Achso, okay, alles gut. Jo, es geht jetzt. Das war die eine noch am Hang. Nö, hier vorne nicht, aber das könnte von oben sein. Und ich komme jetzt auf, bin so viel weiter gekommen. Guck mal, ich habe die Foundies in den Rex rein. Guck mal, ob du Nachspam kennst und dann tun wir auch die Turrets hier hinrücken. Ja, hier ist eine Foundation im Mesh. Komplett im Mesh. Okay, das Force Field ist weg bei denen an der Cave. Da unten ist Cave Damage, das heißt in sich, weiß ich nicht, wenn wir schon Capped Stegos hätten, könnten wir einfach runterdroppen, würde die Wall direkt fallen. Aber die Stegos hier kommen dort nicht an. Sieht immer so episch aus, wenn die Max so draufhauen. Ja, das stimmt. Sieht übel nice aus. Locked. Oh, Ausdauer. Oh, eine richtig epische. Rot. Geil. Nice, nice, nice. Sehr schön. Gut gemacht, ihr zwei hier oben. Wären die sich jetzt unten gerade eigentlich noch? Nee, die haben uns ja beschimpft und sind abgezogen. Aber, Jackie, ihr könnt dann. Da haut eine Eule ab, da haut eine Eule ab. Ja, wir haben nichts zum Eulen daher. Die werden es eh räumen. Das ist einfach so. Das ist Online-Raid, kriegst du doch nie was raus. Ich gehe schon mal an die Kante mit Stego und guck mal, ob man da einfach ein bisschen was zocken kann, ne? Okay, es geht aber auf jeden Fall. Hol ich mir mal noch ein Female. Saugst du ja, ne? Ja, ja. Ja. Jo, wir müssen dann den Aufbau bauen. Da unten ist eine Wyvern und ein Mana. Da ist eine Wyvern und ein Mana. Leute, unter uns. Sollen wir mal gucken, was wir schnippern? Ich habe keine Dinge dabei. Ach du Sau, ich bin jetzt da runtergehüpft. Ich hab's überlebt. Er haut ab mit Mana. Ja, jetzt haben sie es rausgebracht.
Ich bin hier runtergesprungen, ohne Tech-Chest. Aber übermotiviert. Ja, jetzt bin ich ganz unten. Babette. Ja, das sind die. Ja. Ja, ja, ich weiß. Ich glaube, sonst wären sie auch nicht aus ihrer Base rausgekommen, ne? Wenn sie es nicht gewesen wären. Heute kommt da wieder geflogen. Wir müssen ja Turrets hinbringen. Ja, die Eule kommt. Achtung! Die Eule hat mich eingefrost. Netzen, Alter. Und dann schmeckt du Pussy, Alter. Ja, hier müssen halt unbedingt Turrets hin, ne? Wenn wir die halt jetzt mal platzieren könnten. Also hier kriegt Turrets hin. Tu mal einen Gen. Ich kann nirgendwo den Gen setzen. Nirgendwo. Da ist ein Player. Der hat die Eule rausgeschmissen. Mhm. Der will wieder abhauen. Boah, ich habe nicht so viel geschossen, aber in dem Speed treffe ich den nicht. Ich könnte doch unten wegmachen, dann könnten wir unten was hinstellen, weil die ja immer versuchen von unten aus abzuhauen. Ja, weil wir das da weggemacht haben. So, jetzt gucken wir mal, ob ich jetzt endlich mal das Ding platzieren kann. Nö. Warum auch? Jetzt kann ich weiter platzieren. Das waren tatsächlich die von unten, die da geblockt haben, Blacky. So weit? Ja. Krank. Wir haben drüben die Kante schon mal freigemacht. Hier unten diese Ecke, da könnte man schon was, glaube ich, hinplacen. Mhm. Also hier oben kann ich immer noch nicht, aber ich denke, das ist oben. Aber jetzt kann ich von unterhalb der Kante... Aber eigentlich gleich müsstest du auch... Ab hier kann ich nämlich setzen. Aber das wird nicht reichen. Es kann auch sein, dass die an der Wand nach unten in die Schlucht rein hingesetzt haben. Hm. Nee, weil ich meine... Also sonst haben wir uns halt, wenn wir das geradet haben, von der anderen Seite rangebaut. Dort, wo die Spikes sind, haben wir einen Aufbau gemacht und da sind wir dann ran, ne? Aber von irgendwo... Mhm. Die Spikes kann ich ja wegmachen. Musst du dich ja ranbauen, weißt du? Cleared, was geht. Setzt, was geht. Ich sorge, okay? Dann kommen wir auf jeden Fall schon mal voran. Weil ich glaube, dass die... Die Heavy ist schon leer. Kann das sein? Warum schießen die nicht mehr? Der Plan für die nächste Folge steht also von der anderen Seite ranbauen und dann rein in den Laden, alles hochjagen und Party! Das wird auf jeden Fall dann auch die letzte Folge von diesem Raid hier sein. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, denkt ans Abo und bis dahin alles Gute für euch.